Previously on Earthbound. Ja, was ist uns in den letzten Episoden passiert? Also, wir sind nach rechts gelaufen auf der Karte, weil wir die Jessie holen wollten, weil die uns hilft bei den Welten retten, ne? Dann haben wir den Endboss besiegt, haben die Jessie wieder zurückgeholt, ne? Und dann sind wir mit der Jessie, sind wir zurück nach Dvozon oder Twilight oder wie die Stadt auch heißt, ne? Da war dann so eine Frau, der sind wir nachgelaufen und die hat uns eingesperrt. So weit sind wir schon gut, ne? Dann haben wir einen Charakterwechsel gemacht und dann waren wir beim Tim. Der Tim war bei irgendeinem Internat, ne? War dem Ideal, ist er ausgebrochen, ne? Nicht vor Freude, sondern aus dem Internat. Der hat sich dann auch so ein, zwei Dungeons durchgekloppt, ne? Und ist dann mit so einer komischen Fliegemaschine, ist er dann so rübergeflogen, ne? Und hat so die beiden befreit, ne? So, J-like mäßig, ne? So, und jetzt sind wir die drei Weltenretter. Wir sind the Ness, wir sind the Jesse und the Tim, ne? Und die drei sind jetzt wieder in Tucson oder Tvozon oder wie das Gaff sich nennt, ne? Und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist jetzt so in den letzten 10 Episoden passiert, ne? Schätzeleinchens, guckst du weiter hier. Jo, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Earthbound! Und es geht spannend weiter. Nachdem die letzte Episode am 15.04. rauskam, ist jetzt ein halbes Jahr vergangen. Und ja, ich, der Tim und der Jesse, wir gehen jetzt mal durch die Gegend und gucken uns erstmal wieder die Steuerung an. Das sind die aktuellen Stats. Tim ist anscheinend voll scheiße. Check, no problem here, thank God. Was haben wir hier? Ness ist Level 23, Level 14, Level 10. Ja, Juppie, ne? Ja. Okay, was haben wir noch? Ja, okay. Gehen wir mal durch die Stadt. Irgendwas muss doch hier sein. Übrigens, die Stadt heißt nicht Tvozon, Tucson oder Twilight, sie heißt Threed. Witzig. Eine Fliege. Ah, fuck you. Ja, da kommt der Hund auch noch angelaufen. Darauf erstmal ein Energy Drink. Nein, töte nicht Tim. Angriff! Zombie Dog. Bam! Bam! Ist die Fliege tot? Yes! Ness ist sowieso der Ultra-Rocker. Problem ist halt, ich habe mit Ness einen bestimmten Endboss besiegt. Und da war Jesse noch nicht dabei, deswegen sind die beiden ein bisschen underlevelt. Und ich muss, glaube ich, nämlich trainieren. Erstmal, oh Gott. Komm schon, Zombie, und stirb. Tim Attacks. Der Zombie ist ausgewichen. Ich muss mich erstmal reinfinden, ey. Erstmal ein Energy Drink darauf. Und zwar. Oh, Monster. Ich dachte, dass der Gelbe besser riecht. Oh Gott. Mal schauen, wie Monster mit, also der Energy Drink Monster mit Energy schmeckt. Ist das... What? Ich muss es trinken. Das ist der einzige Energy Drink, den ich aktuell habe. Boah, kriegt... Habt ihr einen Zombie? Tada! Sweet. Wow, das ist nicht viel. Nicht wenig. Level 11. Yes! Gut zum Leveln, muss ich sagen. Ich glaube, wir werden uns im Hotel... Und schon wieder eine... etwas, was ähnlich ist wie bei Pokémon. Ah, geil. Komm her. Das Ding halt ist auch vollkommen. Zumindest, glaube ich, fast. Meine Poison ist immer noch nicht geheilt. Und meine APs sind sehr, sehr unten. Das zieht mir 20 ab? Oh, shit. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich bis dahin... Ach, nur 10. So, wie viel habe ich noch? I'm nearly dead. Talk to... Nein, wo ist der Doktor, verdammt?
Wie, der ist tot? Das geht nach Zeit? Oh Gott, ihn wiederbeleben. Was kostet es, ihn wiederzubeleben? Oder ist es leichter, mein Safe Stats zu... Oh Gott. Yes, please. Ness ist sick. Du Arschgesicht. Wo kriege ich denn mein Leben jetzt wieder her? Kannst du mir helfen? Du konntest auch irgendwas. Ja, ich habe eine Krankheit, die nicht im Krankenhaus behandelt werden kann. Tod! Was ist Purify? Ja. Oh Gott, das ist tot, hilf ihm doch! Wie heile ich das denn? Boah, ist echt toll. Also ich keine Ahnung, ob wie es geht. Ja. Restore Feeling, Soften. What the fuck is that? Ness? No one. Okay. Vielleicht hilft ihr im Hotel schlafen. Oh Gott, müsst ihr mich denn jetzt ra- fuck it. Seriously. Scheiß Poisonfliege, ey. Ah, komm her. Komm her. Handsome Tom. Boah, Alter, ey. Monster Ripper Energy plus Saft. Der gelbe schmeckt. Klasse. Jetzt pennt die halt auch noch. Hört doch mal auf mit den Statusveränderungen. Jawohl. Aber immerhin hört Sleep auf, sobald der Kampf zu Ende ist. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Was ist das denn da? Hi, Leute. Aber ich denke, ich muss ein bisschen leveln. Encounter Handsome Tom and its cohort. Bash! Ja. Bam! Ich frage mich, wie viel die aushalten. Bam. Alter, ey. Es ist wirklich krass, muss ich sagen, wie krass Jesse und Tim, ja, scheiße sind. So von den Stats her. He stopped moving. Thank God. 300. Schön, da müsste Tim aufgelevelt sein. Kitsching! Hallo, ich bin aufgelevelt. Ja, das ist mir doch ins Wurst, Jüngchen. Das ist mir so Wurst. Ne, glaubst du nicht. Ich kann das nicht glöwen. Wo geht denn hier weiter, verdammt? Ah, ein Hund. Kannst du mir weiterhelfen? Außer indem du so doof das Zelt anstarrst. Ein Hund mit Brille. Wie schön. Boah, ich hab da sogar eine Karte. Krass. What the f... What the fuck? The fuck? Tent heißt übrigens Zelt. Nur so nebenbei. Ich glaube, den behalte ich besser fürs Heilen. Der Bash nur drauf. Was kann Jesse? Nehmen wir mal Fire. Ja. Du kannst Spine. Holy dog shit. Psi-Fire! Zoom! 77. Dumme Text. 15. Machen wir mal weiter so. Vielleicht klappt's ja. Ich mag Feuer. Außerdem ist es ein Zelt, verdammt. Da muss Feuer doch wirksam sein. Jesse, try! Psi Fire! Alpha! Oh, das hilft sogar. Wie? Was? Do nothing! Das ist ja witzig. Nicht. Greifen wir die mal an. Und zwar mit Healing Better. Nein. Wir können den Gegner mal paralysieren. Das wäre vielleicht ein wenig hilfreich. Da macht er wenigstens nichts mehr. Shoot! Komm schon, klapp, 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 bitte, 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 bitte. Fuck! Bazinga!
Ey, wie viele willst du noch vor mir paralysieren, du Arschgesicht? Ich glaube, ich muss dazu machen, do nothing. Psi-Fire. Shoot. Bazoom. Bam. Use the defense spray. Das finde ich echt schön. Das so. Machen wir mal Offense. Machen wir Psi-Flash. Mal gucken, was das bringt. Du machst wieder Feuer. Und du guckst einfach mal doof in der Gegend rum. Bazing. Couldn't stop crying. Ja, ich kann wieder angreifen. Dieser Kampf ist spannend und wird präsentiert von dem ekligen Monster Ripper mit Saft. Alter, bist du Saftkon und kannst nur härten oder was? Oh, Evan. Oh. Oh. Du armes Hascherl. Mach das doch mal. Ja! Du bist tot! Du bist tot! Ja! Das gefällt mir, der Tod. Ach du Scheiße, geil. Ich liebe diese Musik. Darauf trinke ich einen. Wo ist mein Effekt? Der ist leer. Ey, ich hab hier noch Psi-Magnet Alpha, ey, krass. Ja gut, aufgelevelt. Gefällt mir. Sehr schön. Oh, Baby! Sweet. Oh mein Gott, geil. Nochmal aufgelevelt, geil. Ja, nochmal aufgelevelt. Ist das schön. So. Jetzt das Zelt weg. The fuck? War das jetzt Canon Story? Check. Los, grabe Müll. A jar of fly honey. A jar of fly honey is safe state. A jar of fly honey ist, Fliegenhonig. Whatever that is. Don't know, nor do I care. So, wo war denn mal dieses Hotel? Da oben. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Ich würde ganz gern mal meine Psi-Kraft aufladen, wenn ich das in so einem Hotel... Was grinst du denn so durch die Gegend? Kann ich mit irgendwie reden mit einer Taste? Wieso gibt's keine Quick-Taste zum Reden, verdammt? Talk to. There is rumor that there is an underground path to the edge of the graveyard that takes you somewhere. When you go through the path, you meet a dirty, stinky, ugly, powerful monster. Okay. Und möchte ich auf jeden Fall nicht hin. Was kannst du mir sagen? The people are most living in the center of the town. Okay. Ja, das frage ich mich auch. Krematorium Köln, Bonn. Sie killen, wir grillen. Hier geh ich ans Telefon. Ah. Apple Kid! Prost! It's called Zombie Paper. Okay. Okay. Of a tent or something. Okay. Das klingt sehr interessant, muss ich sagen. Boah! Riesiger Hinweis mit dem gigantischen Soundfall ist riesig und gigantisch. Anyway. Geil. Dankeschön. Sehr hilfreich. Bla bla, blabbediblub bla. Klickpiep? Ja, Leute. Geil, ne? Supi supi. Wir gehen ins Hotel. Wenn es eine Person gibt, die fröhlich ist, dann ist er es. Hi, Schatz. Welcome to the Three Sunset Hotel. A night will cost you... What? No. Ich erst mal gucken, ob es mich überhaupt heilt. Status. Ness hat 16 Psi verloren. Sie hat gar nichts verloren. Er hat auch nichts verloren. Wozu noch das Hotel, verdammt, die Arschlöcher? Ich bin weg. Hey, da oben ist ein ATM. ATM, 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 ATM. Es gibt einen Raum einfach nur für ein ATM. Die hatten wohl zu viele Räume bei diesem Hotel. Ah, check.
Welcome to the automatic teller machine. Ist das nicht ein Bankautomat? Please select the transaction. Withdraw and mitnehmen. Balance of 544. Please enter the amount of withdrawal. Wie viel nehmen wir denn mit? Wir nehmen 544 mit. Und wenn ihr Freundchens euch fragt, wo ich die Knete her habe, dann lass es euch gesagt sein, dass der Vater von dem Ness, ne? Der tut da immer was drauf. Und der Ness holt sich das dann immer.